Hallöchen, willkommen zu einem kleinen Clip oder Kurzvideo, besser gesagt, für die beste Grafikeinstellung auf der PS5, die ihr bei der Callisto Protokoll einstellen könnt oder haben könnt. Somit gehen wir auf Optionen. Gucken mal ins Gameplay. Schauen wir mal kurz, gerade das Skin. Nein, das ist alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Wir gehen auf Grafik. Genau, Grafik. Performance Motors an. Ist schon mal das erste. Damit habt ihr ein viel besseres Gameplay-Erlebnis. Helligkeit könnt ihr einstellen, wie ihr möchtet. Meine ist so eingestellt. Könnt ihr gerne ablesen. Könnte es ja noch ein Ticken dunkler machen. Ich habe es genau auf dieser Stufe. So ist für mich das beste Bild. Könnt ihr ja selber auch so einstellen, wenn ihr möchtet. Motion Pluar habe ich mal aktiviert. Bringt auch was. Und die Körnung, die Körnigkeit auch an. So habt ihr das bessere Bild beim Game. Aber wie man sieht, das Bild, die Grafik schaut schon wesentlich besser aus. Schauen wir uns noch ein paar kleine Einzelheiten an. Pflanzen, Korrekturen. Das Licht. Den kaputten Kerl da drin, die goldene Maske, was hier am Boden liegt, das Glas, das Necronomicon, und unser Charakter.